Auf dem Firmengelände der Aumatec Suhl GmbH in der Suhler Auenstraße gibt es ein ganz interessantes Schülerprojekt. Im Jugendtechnikzentrum soll bei Schülern zwischen 10 und 17 Jahren Interesse an technischen und handwerklichen Arbeiten in den Bereichen Holz, Metall, Elektronik und sogar 3D-Druck geweckt werden. Die Aumatec, die ist jetzt 108 Jahre alt. Wir sind ein Unternehmen, die sich mit Sanitärheizung und Klimatechnik beschäftigt, hauptsächlich in größeren Objekten wie Forschungseinrichtungen oder Krankenhäuser. Die sanieren wir oder installieren komplett neu. Also wir sind deutschlandweit unterwegs, das heißt im Berliner Raum machen wir zum Beispiel die Staatsoper, die Staatsbibliothek. Dann sind wir im Frankfurter Raum, im Münchner Raum, im Stuttgarter Raum. Alles so, wo die großen Ballungszentren sind, wo sich Kräne drehen, da sind wir auch zu Hause. Ja, die Idee, die haben eigentlich der Herr Vater und der Herr Rieder zusammengeschmiedet. Der Herr Rieder war bei uns und hat eigentlich Unterstützung gesucht und hat dann so erzählt, dass er eigentlich auch gerne Nachmittag AG machen würde, das aber in den Schulen problematisch ist. Und da haben wir uns überlegt, da könnten wir doch helfen, einen Raum kriegen wir schon hin. Und so ist der erste Raum hier entstanden, wo jetzt auch die Holzwerkstatt drin ist. Also gegenwärtig sind insgesamt 25 Kinder hier. Die jüngsten sind vierte Klasse, also 9, 10 Jahre alt. Und die Ältesten gehen in die 9. und die 10. Klasse. Also einer geht dieses Jahr raus, der dann die Lehre beginnt. Wir haben also ein riesen Altersspektrum hier. Aber so ist es ja auch gedacht. Die fangen ja hier an in der Holzabteilung mit altersgerechten Tätigkeiten. Und wenn die dann hier ein paar Jahre sind, ich sage immer, wenn sie austherapiert sind im Holzbereich, dann gehen die rüber in die Metallbereich, wobei das ist natürlich ein fließender Übergang, das ist jetzt nicht abrupt, weil manche Modelle sind dann auch schon Holz und Metall. Ne? Und für die, die es dann halt interessiert in den höheren Klassen, die können dann natürlich ins Elektroniklabor. Wir möchten also hier beginnen, uns mit CAD und 3D-Druck zu beschäftigen. Ja, das war erstmal das Anliegen. Dazu werden wir also uns verschiedene Beispiele am Rechner angucken. Und dann ist natürlich die Vorstellung, dass dann jeder von euch eine eigene Projektidee hier mit einbringt, irgendwas, was ihn interessiert. Also wir sind ja hier im neuen Labor, ja, in einem Erweiterungslabor. Und in diesem Labor wollen wir uns vorrangig mit CAD beschäftigen, also Computer-Aided Design mit 3D-Druck, also ganz moderne Technologie. Und darüber hinaus geht es natürlich auch um Elektronik, Schaltungstechnik, also das gesamte breites Gebiet. Und bei den Beispielen, das ist eine der Grundideen, wollen wir uns an den Interessen der Jugendlichen natürlich orientieren, was sie persönlich gerne machen möchten. Und da hoffen wir auf interessante Dinge. Also ich habe hier vor, an diesem Workshop meine Modellbaukenntnisse, sage ich mal, zu erweitern mit dem 3D-Druckprogramm und somit auch vieles, sage ich mal, besser gestalten zu können. Für meinen Nachbarn, sage ich mal, der vertreibt Blechspielzeuge, habe ich so eine Antenne dabei, die ich mal nachstellen will. Also die habe ich schon zu Hause versucht nachzustellen, aber halt erstmal nur den groben Umriss hinbekommen. Ich habe zu Hause selber einen 3D-Drucker. Ja, der kann halt nur ein bestimmtes Feld drucken, der ist jetzt nicht so auf gewisse Größen ausgelegt. Man sieht auch so ein bisschen, dass ich versucht habe, diese Wölbung reinzubekommen, nur halt diesen Umriss, sage ich mal, ist jetzt nicht so gut gelungen durch mein Programm. Das versuche ich dann halt hier zu verbessern, so gut wie es geht. Ja, und dann muss man sich halt so ein bisschen reinfuchsen, das Verständnis dafür bekommen und dann geht es halt eigentlich um dieses 2D-Feld, das man sieht und das tut man in diese 3D-Welt übertragen, sag ich mal. Man hat diese verschiedenen Draufblickwinkel. Das kann man sich vorstellen wie ein Würfel, den man von der einen Seite sieht. Da sieht man jetzt, sage ich mal, bei einem Gebäude nur die Fenster von der einen Seite. Doch wenn man den Würfel umdreht, hat man die Draufsicht, so wie beim Zweitafelbild in der Mathematik, was vielleicht vielen bekannt sein wird. Und da sieht man dann auch zum Beispiel beim Gebäude die Fernsehantenne, Satellit oder sowas. Und es gibt halt diese verschiedenen Bereiche, die man dann auch wieder zweidimensional designt und dann ins 3D, dreidimensional überträgt. Dann haben Sie eine Steuerung, dass der Kopf in X, Y und in Z-Richtung gehört wird. Und dann macht er Schicht für Schicht. Das sehen Sie dann, wenn er legt. Das ist ein ganz dünner Faden, der da entsteht. So, und die verschmelzen dann miteinander. Und damit kann man dann solche Strukturen aufbauen, auch komplizierte. Nee, das ist nur für die Kinder. Damit die Kinder im Prinzip die Technologie kennenlernen, damit auch umgehen können.
ehe man sowas drucken kann, muss man hier einen Rechner hinsetzen und muss es erst konstruieren. Und das sollen die ja auch lernen. Winkelgetriebe, wenn Zahnräder ineinander greifen, so schräg, die können sie aus einem Stück drucken mit der Achse und die drehen sich da drauf. Die montieren sie dann nicht und setzen sie zusammen, also wenn sie in der Kamera so kleine Getriebe brauchen oder so ein Zeug. Was ist das Besondere am Jugendtechnikzentrum? Das Besondere daran ist eigentlich, dass die Kinder wie früher in so einer Nachmittags-AG jederzeit kommen können. Ist jeden Tag geöffnet, nachmittags von 3 bis 4:30. Und die Kinder einfach freiwillig da sind. Sie machen das, was ihnen gefällt, was ihnen Spaß macht. Sie können sich eigene Projekte überlegen. Das Neueste ist eine Seifenkiste. Haben sich die Kinder überlegt, wollen sie unbedingt bauen. Eine, die sogar noch die Räder rumklappt, wenn sie dann im Fahren ist. Und die Kinder beschäftigen sich einfach mit Handwerk, mit Technik. Da werden dann hier die vorgesehenen Räder verbaut und das bockt das dann auf. Und dann, das haben wir uns im Internet quasi, sag ich mal, so abgeschaut. Ein amerikanischer Junge hatte da so mit seinen Eltern eine Idee, ja, bauen wir mal eine Seifenkiste. Und das nennt sich im Internet auf YouTube Back to the Future Go-Kart. Also, wie macht man sich selbst ein Zurück in die Zukunft Seifenkiste? Und da habe ich mir so gedacht, es wäre vielleicht eine Idee für das Jugendtechnikzentrum. Naja, ich habe eigentlich sofern eigentlich schon mal vor, erstmal nochmal das Lenkrad zu machen. Das wird dann ja, mehrere Schichten Sperrholz übereinander geklebt, dann ausgesägt, nochmal geschliffen. So dass man da sich ordentlich rumgreifen kann. Ende Sommer, also Anfang Herbst, wird das schon dieses Jahr fahren. Wir haben dann noch zum Schluss vor, das alles schön zu gestalten und dann überall LEDs mit anzubringen. Angefangen hat das Ganze durch ein Förderprogramm über verschiedene Stiftungen europaweit und das ist dann ausgelaufen. Dann war das mal kurz vorm Aus. Dann habe ich hier Amatec kennengelernt, weil ich halt um Geld gebeten hatte. Und die haben uns dann diesen Raum hier zur Verfügung gestellt. Und das war der große Durchbruch eigentlich. Die finanzieren ja hier den kompletten Raum. Ja, und so konnten wir nachher halt dieses Jugendtechnikzentrum weitermachen. Alles andere wird natürlich viel von der SBA, also Simson Private Akademie, viel investiert. Und andere Sponsoren, die halt Modelle bezahlen, Werkzeuge, was halt nötig ist. Und dann hat ja Aumatec dieses Jahr nochmal die Erweiterung gemacht, nochmal richtig investiert. Und wir konnten ja dann über den Wirtschaftsminister auch die IHK gewinnen. Und die hat jetzt zum Beispiel mein Honorar für die Stunden hier die IHK übernommen. Und so haben wir jetzt verschiedene Partner, sodass wir also auch längerfristig planen und eben auch ja, mit den Kindern arbeiten können. Und das ist schon eine tolle Sache. Ja, der totale Club in Suhl war schon vor einiger Zeit hier im Jugendtechnikzentrum, hat sich angeschaut, wie die jungen Leute hier die Technik erlernen. Wir haben gesehen, dass sie hier analog noch gebohrt haben und Sachen hergestellt haben. Und dieses Jahr ist es so, man möchte gerne sich eine neue CNC 3D-Fräsmaschine anschaffen. Und der Rotary Club in Suhl, das wird in diesem Jahr in meiner Präsidentschaft mein persönliches Projekt. Wir möchten die Anschaffung unterstützen, damit die Jugendlichen auch wirklich hier das lernen können, um später einmal im Beruf fit zu sein. Wenn jetzt Kinder das sehen und möchten das auch zu euch kommen, habt ihr noch Kapazitäten? Von wann bis wann kann man kommen? Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass wir jetzt diese großen Flächen haben und auch der Thomas Florschütz ja mit hier ist als zweiter Ausbilder, können wir also auf jeden Fall Kinder aufnehmen. Dazu werden wir, also ich mache ja auch früh den Unterricht noch in den Schulen mit diesem Solarprojekt und wir werden, da mache ich natürlich Werbung und zu den Elternversammlungen jetzt in den neuen Schuljahren im Grundschulenbereich bin ich natürlich auch präsent und werbe, also das wird jetzt nicht sehr lange dauern, denn im neuen Schuljahr dann sind wir auch wieder voll. Es hat sich herausgestellt, dass man so pro Ausbilder etwa 7 Kinder qualitativ gut beschäftigen kann. Also wenn wir zu zweit sind und wir haben hier 14 Kinder, dann ist das okay. Und da sich ja auf eine ganze Woche verteilt, können wir also durchaus mit 30, 35 Kindern dann mal hier arbeiten. Das ist durchaus möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir haben natürlich lange überlegt, weil da gibt es auch so die Aussage, was nichts kostet, ist nichts wert.
Wir haben aber natürlich auch Eltern dabei, die halt vom Einkommen und vom sozialen Status her nicht so gut bestückt sind. Und wir können nicht sagen, von den einen verlangen wir, von den anderen verlangen wir nichts. Deswegen haben wir gesagt, es ist grundsätzlich kostenfrei. Haben aber ja jetzt mit der Vereinsgründung und so verabreden, das steht ja auch in der Satzung drin, die können also jetzt die Eltern oder die Kinder zum Beispiel Mitglied werden, ohne Mitgliedsbeitrag, es gibt keinen Pflichtbeitrag, aber sie können natürlich, wenn sie möchten und uns unterstützen, sagen 2 € im Monat, 5 € im Monat oder was auch immer. Und das, denke ich mal, ist dann auch entsprechend der sozialen Stellung dann auch angemessen. Dein Projekt ist welches? Sortimentkasten. Aber ich habe den Schlüsselanhänger heute fertig gemacht. Genau.